Ja, das war jetzt echt gut. Ganz braves Pony. Jetzt das Austrieren an der Longe geübt, weil ich nicht das Risiko eingehen möchte, dass sie sich mal in irgendeiner Situation verfängt und dann voll die Panik bekommt. Ich möchte wissen, erstens, wie sie darauf reagiert, zweitens, wie ich dann darauf reagieren kann, dass sie wieder zu mir herkommt und bei mir entspannt. Man sieht auch, dass sie hier jetzt schön neben uns grast. Das war auch am Anfang so, dass sie sich gar nicht getraut hat, neben uns zu fressen. Und jetzt steht sie da einfach frei bei uns. Süß. Zudem habe ich mit ihr viel gymnastizierende Arbeit gemacht, am Boden. Und möchte einfach, dass sie in einer schönen Haltung an der Longe läuft. Sprich, dass sie nicht mit einem Hirschhals ungesund und verschleißend rumläuft, sondern schön in einem Spannungsbogen. Natürlich gibt es da noch einiges zu verbessern, aber ich glaube, wir sind da auf dem richtigen Weg. Und dann, wenn sie sich schön gebogen hat, gucke ich, ob sie leicht in die Dehnung kommt, dass ich sie auch schön an der Longe in die Zeit bringe. Und auf der anderen Seite, hier war es ein bisschen schwieriger, weil sie links hohl ist. Und rechts. Thank you.